So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben nochmal einen Set-Booster, Neon Dynasty, Kamigawa, das ließ sich leicht öffnen. Und wir haben, ein Tezzeret als Artkarte. Ist da ein Tezzeret drin? Wir haben Thornwood Falls als unser Landslot. Kommt getappt ins Spiel, wir kriegen ein Leben, tappen für ein grünes oder blaues. Coiling Stalker, 202-1 mit Ninjutsu, für ein grünes, ein farbloses. Und wenn der Gegner Kampfschaden zufügt, legen wir eine +1/+1-Marke auf eine Kreatur, die noch keine +1/+1-Marke hat. Okay, Ninjutsu kann man halt angreifend ins Spiel bringen, wenn eine ungeblockte Kreatur zugeführt genommen wird. Seven Tail Mentor, so eine schöne Karte. 4 Mana 2-3, wenn der Spiel wegkommt oder stirbt, legen wir eine +1/+1-Marke auf eine Kreatur oder ein Vehikel. Lustigerweise, dieses oder stirbt ist im Deutschen vergessen worden. Aiganyu-Exemplar. 2 Mana 2-1, wenn der ein Samurai oder ein Warrior, den man kontrolliert, alleine angreift, kriegt er +1/+1, wenn er so ist. Edelmut. So ist ähnlich wie Edelmut. Wir haben sehr weiß unser Booster anscheinend. Sehr gut, ich mag weiß. Imperial Subduer. 3 Mana 3-2, immer wenn ein Samurai oder Warrior alleine angreift, dann tappen wir eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Okay. Ja, diesen Übergang habe ich nicht ganz verstanden. Acquisition Octopus. 3 Mana 2-2. Immer wenn eine equippte Kreatur mit einer Schaden zufügt, ziehen wir eine Karte mit Reconfigurate. Also wenn er oder die Kreatur, zu der er ausgerüstet ist. Mit Reconfigurate können wir das als Kreatur auf eine andere Kreatur equippen oder davon abequippen, dann ist es eine Kreatur. Equipment Octopus. Geil. Leech Gauntlet. Auch hier Reconfiguration. 202-2 Lifelink und die ausgerüstete Kreatur hat 2 Lifelink. Nice. Bronze Plat Boar, 3 Mana 3-2 Trampel, die equippte Kreatur kriegt +3/+2 und hat Trampel mit Reconvigorate 5. The Shattered State Heiress, das ist so eine coole Karte. 5 Mana, wir kriegen beim ersten Saga eine Kontrolle über eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren, wir enttappt und kriegt Eile. Beim zweiten Kreatur kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, bis zum Ende des +0. Und beim letzten Exil wir das Ring, bringt es wieder rein, dann ist es ein 3-3 Trampel Eile. Und zwar der Nameless Conqueror. Mit dem Oni-Gürtel, so cool. Era of Enlightenment, 2 Mana, wir haben Scry 2, kriegen wir 2 Leben, dann exilen wir, transformieren die, bringen die rein. Und dann ist sie ein 2-2-Erstschlag. Hand of Enlightenment, oh, so cool. Und unsere Rare ist Ogre Head Helm, 2 Mana 2-2 mit Reconfigurate 3. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+2 und wenn der oder die equippte Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, kann man das opfern. Wenn man das tut, wirft man die Hand ab und zieht 3 Karten. Das ist mit Kreaturen sehr, sehr cool. Ihn selber zu opfern macht wenig Spaß. Und unsere, oh mein Gott, unsere Foil Rare ist eins dieser Länder. Die waren damals gut. Leider ist das Rote das Schlechteste, glaube ich. Tappen für ein Rotes, für Channel, für 4 Mana können wir die Karte aus unserer Hand abwerfen und 2 1/1 Spirit Creature Tokens machen. Die haben Eile bis zum Ende des Zuges und kostet 1 Mana weniger für die legendäre Kreatur, die wir kontrollieren. Und Spirit. Soviel zu dem Booster. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexed. Ciao, ciao. Thank you.